freue mich über Ihr Interesse an Peter Braunholz und Gerard Goodrow, der sicherlich Peter Braunholz' Arbeiten sehr schön mit ihm gemeinsam vorstellen wird. Die beiden haben sich kennengelernt vor ein paar Wochen und das hat, wie ich finde, direkt gut gematcht. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass wir ein sehr schönes Gespräch haben werden. Und sicherlich ist es auch, wenn Sie Fragen haben, gern gesehen, wenn Sie diese einbringen. Nicht wahr? Genau. Ja, dann. Ruhig auch zwischendurch. Genau. Ja, und nicht warten bis zum Ende. Sondern, ne, wenn etwas unklar ist oder mein Kommentar hat, einfach los. Genau. Und dann machen wir bestimmt auch noch eine kleine Tour durch die Ausstellung, nicht wahr? Ein Spaziergang. Ja, ein Spaziergang. Gut. Genau. Ja, viel Freude, viel Spaß. Ja, willkommen. Ich freue mich auch, dass Sie gekommen sind. Und ich freue mich, dass wir die Gelegenheit haben, Peter, das hier zu machen. Du bist ein Fotograf, der nicht leicht einzuordnen ist, denn du bewegst dich zwischen, was haben wir so, Naturstudien und Architekturfotografie. Zwei Bereiche, die eigentlich normalerweise sich gegenseitig so ausschließen. Wie bringst du diese zwei Welten zusammen? Das ist eine gute Frage, weil die sofort in den Kern meiner Idee von der Welt einspielt. Die Art und Weise, wie ich die Welt sehe oder sehen möchte, basiert auf dem Gedanken, dass ich eine andere Wirklichkeit entdecken will, als die, die man mit den Augen normalerweise so wahrnimmt. Mir ist das irgendwann aufgefallen als Kind, als meine Eltern fotografiert haben, die beide leidenschaftliche Hobbyfotografen waren. Und ich habe dann auch mal die Kamera meines Vaters in die Hand nehmen dürfen und habe dann ein paar Fotos gemacht und habe ein Foto gemacht in einer neuen Umgebung, wo wir waren. Und es war ein Bild eines Stuhls in einem Raum. Da war eigentlich sonst nicht viel mehr drauf zu sehen. Und ich wusste nicht so genau, was ich da tat. Ich war ja 7 oder 8 Jahre alt. Und ja, mein Vater ist dann mit der Kamera, hat wieder an sich genommen und ist dann, also irgendwann 3 Wochen später, ich hatte es schon längst vergessen, kam er dann auf mich zu und zeigte mir also das Bild, was ich mit seiner Kamera gemacht habe. Und war also ganz begeistert von dem Bild. Ich habe das lange überhaupt nicht verstanden, was er mir dann alles erzählt hat zu dem Bild. Und mein Vater war ein Kunstkenner und Sammler auch in bescheidenem Maße, weil er nicht genug Geld hatte, um das sammeln zu können, was er gerne gesammelt hätte. Ja, aber er hat mir dann gesagt, dass in diesem Bild, was ich gemacht habe, eben nicht nur der Stuhl sichtbar ist und der Raum, in dem dieser Stuhl steht, sondern dass auch die Beziehungen zwischen dem Stuhl und dem Raum sichtbar werden. Das heißt, was bedeutet ein Stuhl für einen Raum? Was bedeutet ein Raum für einen Stuhl? Das hast du damals nicht verstanden, oder? Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Okay. Das ist gut. Das würde mich wundern. Genau. Ja, aber er hat mir dieses Bild dann gegeben und ich habe das irgendwo aufbewahrt und irgendwie war mir das wichtig, dieses Bild, nicht weil ich verstanden habe, was mir mein Vater gesagt hat, sondern weil mir mein Vater überhaupt zu etwas was gesagt hatte, was ich gemacht habe, was nicht so oft vorkam. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, aber das hat dann später, als ich also mich wieder für die Fotografie interessierte, hat das sehr stark meinen Weg geprägt, weil ich immer auf der Suche war nach diesen Zwischenwelten, zwischen dem, was wir wahrnehmen können und dem, was wir mit Hilfe von Fotografie eben wahrnehmen können. Und da taucht man in Zwischenwelten ein, die sich zwischen Wirklichkeit und auch zwischen Fiktion und Wirklichkeit bewegen. Und das sind Dinge, die mich sehr interessiert haben. Also ich habe ja auch lange Musik gemacht, habe Musik studiert und habe mich da, denke ich, permanent eigentlich in einer Welt außerhalb unserer normalen Wirklichkeit bewegt, aber eben akustisch, also mit den Ohren. Und als ich dann so in die Fotografie eingetaucht bin, war das für mich der Weg, dieses jetzt auf visueller Ebene zu tun. Deswegen ist für mich gar nicht wichtig, was ich fotografiere. Also die Themen und Motive sind deswegen auch sehr vielfältig und deswegen ist es genau wie du sagst, passiert es oft, dass Menschen bei mir in eine Ausstellung kommen und sagen, ja, das sieht ja aus wie eine Gruppenausstellung. Genau. Und
Ich habe damit überhaupt kein Problem, weil ich das als Kompliment empfinde, aber es ist vielleicht nicht immer als Kompliment gemeint. Ja, aber wie gesagt, ich habe damit kein Problem. Ich empfinde es eher als Kompliment, denn ich empfinde Künstler, die in ihrer Stilistik auch vielfältig werden oder bleiben, empfinde ich grundsätzlich als interessanter, als wenn man jetzt die mit Künstlern vergleicht, die eben doch eher immer wieder sehr Ähnliches tun oder sich wenig verändern über die Jahre. Das ist manchmal für den Markt schwierig, denn der Markt liebt es, wenn man einen Künstler in eine Schublade stecken kann. Mhm. Aber das ist vielleicht dann, und das ging mir auch so, beim zweiten Blick habe ich relativ schnell dann die Verbindung gefunden. Aber beim ersten Blick habe ich auch gedacht, ich kam hier rein, hatte so, ich dachte, ein Künstler würde ausstellen. Und es sind mindestens zwei, drei. Aber ich glaube, es geht um deinen Blick, wie du die Welt siehst, diese Zwischenwelten, die Beziehungen. Das ist schon sehr wichtig und ich habe entdeckt in meiner Recherche über dich, es gibt immer wieder so, Verbindungen werden von außen herangetragen zu Surrealismus. Ich kann es nachvollziehen, denn es geht um irreale Situationen teilweise und eine Umkehrung von gewohnten Sehweisen. Aber Surrealismus hat mit Traumwelten zu tun, in Traumdeutung. Und es ist sehr stark eine Psychoanalyse verhaftet und sehr eng mit Sigmund Freud und seinen Ideen verbunden, sehr viel Sexualität. Was ich entdecke bei dir, ist was anderes, und zwar auch ein kunsthistorischer Begriff, magischer Realismus. Denn es geht um Realismus, nicht um Surrealismus eigentlich, weil es geht um die Wirklichkeit. Auch, wie gesagt, auch kunsthistorisch belastet dieser Begriff. Aber ich glaube, das beschreibt eher das, was du tust, denn bei magischem Realismus geht es auch um das, was man damals, das ist auch so eigentlich parallel zu Surrealismus, um eine dritten Realität. Und das ist diese Zwischenebene, so die Wahrnehmung als eine eigene Realität. Und das habe ich zum Beispiel als Neudeutscher entdeckt, ich glaube, es war in meinem ersten Jahr in Deutschland, wo ich plötzlich ein Licht ging auf Wahrnehmung. Ach so, man nimmt es für wahr. Und dann ist es die Realität in dem Moment. Die Wahrnehmung ist die Realität. Auch wenn es falsch ist. Ja, da ist für mich auch die große Stärke der Fotografie, dass sie selbst in der Lüge durch ihre Nähe zur Wirklichkeit eine enorme Kraft hat und auch immer noch eine Art von Beweiskraft hat. Also selbst wenn ich mir jetzt zum Beispiel Andreas Gurskis Chicagoer Börse anschaue, das ist natürlich massiv manipuliert, das Bild und die Situation. Aber durch die Nähe der Fotografie oder der einzelnen Fotografien, die er benutzt hat, um dieses Bild zusammenzubauen, zur Wirklichkeit, hat dieses Bild trotzdem eine Beweiskraft über die Wirklichkeit. Die ist vielleicht etwas zurückgenommen, weil er eben manipuliert hat, wie es für mich bei jedem Bild ist, was inszeniert oder manipuliert ist. Da ist einfach die Beweiskraft zurückgenommen. Deswegen mache ich das auch nicht. Also für mich ist interessanter, eine klare Balance zu haben zwischen dem, was der Künstler selbst ausdrücken will mit seinem Bild und dem, was in der Wirklichkeit drinsteckt, was er zeigen will. Also für mich ist es eine Mischung aus Neugier zwischen wissenschaftlichem Antrieb und eine Leidenschaft, was Eigenes in der Welt zu sehen. Ja, und diese Balance ist für mich wichtig. Und wenn du die Situation siehst, hier zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel, das ist auch nicht manipuliert. Alle Bilder sind weitestgehend nicht manipuliert, das muss man wissen, um die auch schon richtig zu genießen. Denn es ist heutzutage so einfach, ein Bild zu manipulieren. Das ist deine Sichtweise, das ist dein Ausschnitt, so deine Schnelligkeit teilweise, in diesem Fall so die Schnelligkeit, so zu erkennen, ach, da ist was. Aber es ist eine absurde Situation. Das ist in China, 2013, glaube ich. Und ich habe auch gedacht, so, das muss eine Collage sein, weil wo führt diese Brücke hin? Das macht keinen Sinn. Aber es ist China, alles geht schnell und es kann sein, dass das hier alles weggemacht wird, um Platz für diese... weiß nicht, so Autobahn oder vielleicht Bahn. So, das ist Autobahn. So, Autobahn, so. Dann ist das egal, was hier war. So, weil China hat momentan und seit Mao sowieso keinen Sinn für Tradition. Aber es gibt Irritationen, wo dann die Realität wieder reingeholt wird. Und das ist zum Beispiel, das sieht man erst beim dritten Blick vielleicht. Hier passiert was, so ein
Schatten und Reflexion. Und ich denke so, was ist das denn? Ist das so, ist das unsauber? Was ist da passiert? Ja, das erzähl mal, wie es so. Ja? Eben, jetzt verrät es etwas, ja. Etwas doch nicht stimmt. Wobei, das ist komplett Realität. Ne? Ja. Auch wenn es nicht stimmt. Ja, aber. Oder etwas nicht stimmt. Eigentlich verrät es oder es belegt, dass dieses Bild real ist und nicht manipuliert ist. Weil wenn ich so ein Bild jetzt künstlich aufbauen würde als Collage, dann würde ich dann natürlich nicht so eine Spiegelung reinsetzen. Es sei denn, um komplett verwirren zu wollen. Wenn natürlich auch wieder möglich ist, muss man auch sagen. Aber eigentlich ist es ein Beleg dafür, dass dieses Bild eben real so passiert ist, weil es nämlich durch ein Fenster fotografiert ist. Und das eben, ich befand mich in einem Zug, der halt über 330 Stundenkilometer schnell gefahren ist. Deswegen war es auch ein großes Glück, dass diese Aufnahme überhaupt so gut gelungen ist, weil in dieser Geschwindigkeit ein halbwegs scharfes Bild hinzubekommen, das weiß jeder, der schon mal fotografiert hat, das ist verdammt schwierig und es bedarf auch bestimmter Techniken, die ich mir angeeignet habe, um das dann überhaupt meistern zu können in dieser Situation, weil ich hatte nur eine Chance, ja, weil 5 Sekunden später war ich auch gleich ein paar hundert Meter weiter von dieser Stelle entfernt, sodass so ein Foto jetzt nicht reproduzierbar war. Oder das Thema mit dem Zug fahren. Ja, das war zwischen Shanghai und Peking übrigens, in dem High-Speed-Train. Genau. Ähnliches ist es bei dem anderen Bild, wo man denkt, das sind zwei Ebenen. Können vielleicht ein bisschen rübergehen und gucken. Aber das Bild hat mich auch total verblüfft. Man denkt, das ist eine Collage oder sogar teilweise eine Mischung aus Malerei und Fotografie. Und das ist in der Tat eine reale Situation. Es ist einfach den richtigen Blickwinkel finden, das richtige Licht, sodass diese Ebenen so getrennt voneinander sind. Aber die sind auch sehr getrennt voneinander. Ja, also die Blende hat mir da auch geholfen. Ja. Also wenn Sie mit sehr offener Blende fotografieren, dann entsteht ja immer, dass der Hintergrund eine andere Schärfe bekommt, eine andere Dichte bekommt als der Vordergrund. Und diese Eigenschaft der fotografischen Technik habe ich mir da zur Hilfe gemacht. Es standen schon bei Ausstellungen Menschen davor, die mich der Lüge bezichtigt haben und gesagt haben, dass ich sehe das doch, dass das Collage ist und so. Und das ist natürlich lustig, wenn sie dann daneben stehen und wissen, dass es keine Collage ist, wenn jemand das dann behauptet. Also gibt's gerade bei diesem Bild waren immer wieder witzige Situationen. Ne? Da war ich in Suzhou, das ist auch eine dieser vielen großen Städte in China, die hier nicht so bekannt sind. Und was ich da zusammengefasst habe in dem Bild, und das war mein erster Gedanke, als ich dieses Konglomerat an farbigen, künstlichen Dingen gesehen habe, da war mir klar, ich kann hier vielleicht es schaffen, die verschiedenen Wünsche der Chinesen oder Träume in einem Bild zusammenzufassen. Der Chinese träumt davon, in einem Hochhaus zu wohnen. Das ist für die jetzt in Peking auch in einem Hochhaus zu wohnen, ist wahnsinnig teuer geworden. Diese Wohnungen sind unerschwinglich für die meisten Chinesen. Deswegen ist es für sie eine Wunschvorstellung oder ein Traum, in einem solchen Gebäude zu wohnen. Dann mögen sie alles Künstliche und sie mögen alles Bunte. Also wenn sie in China auf der Straße rumlaufen, in den größeren Städten, wie die jungen Mädchen angezogen sind, das würden die hier nicht wagen. Ja? Also wenn man behauptet, dass jetzt China ein total unfreies Land ist, dann ist das nicht richtig. Also man muss das sehr differenziert betrachten. Ja, aber das war für mich dann die Situation, ich habe diese Dinge, die jetzt hier im Bild unten sind, die habe ich gesehen und dann habe ich versucht, eine Perspektive auf Hochhäuser zu finden und glücklicherweise ist es mir gelungen, ja, weil ich war am Anfang, als ich das gesehen habe, noch sehr weit entfernt. Also so 2-3 Kilometer, dann habe ich diese bunten Sachen gesehen und dann bin ich halt näher rangekommen, da war noch so ein Park dazwischen, deswegen konnte ich die Hochhäuser erst nicht sehen. Und ja, dann bin ich da hingekommen und war froh, dass ich diese collagenhafte Situation dann einfangen konnte. Genau. Weil nur das ist das, was für mich hier zählt, wie bei allen Bildern. Für mich zählt jetzt nicht, dass man da ein Hochhaus drauf sieht oder bunte Dinge, sondern mich interessiert, dass es eine unwirkliche Situation real erscheinen lässt oder dass es diese... Oder eine reale Situation unwirklich erscheinen lässt. Ja, genau. Ja. Eigentlich umgekehrt. Ja, das ist es. Ja, danke. Ja, genau. Und das ist bei allen Bildern, die Sie hier sehen, ist das der Fall. Dass die auf den ersten Blick manipuliert oder unwirklich wirken, irgendwie inszeniert oder manipuliert, aber das sind alles reale Situationen. Ja, da ist, es gibt keine Collage hier, es gibt auch kein inszeniertes Bild oder kein manipuliertes Bild in diesem Raum. Und ich finde auch bei beiden Bildern, und überhaupt die chinesische Serie überhaupt, aber bei vielen anderen Werken, die wir heute sehen, es geht nicht um dieses Können. Der kann das.
Das ist ein Meister der Fotografie. Das steht außer Zweifel. Aber darum geht es nicht. Es geht auch nicht darum, dass es cool aussieht, dass man diese zwei Ebenen zusammenbringt. Sondern ich glaube, gerade bei dieser Serie, es geht um diese dritte Ebene. Es ist eine Gesellschaftsanalyse-Ebene. Und das ist da, wo man komischerweise, ich bin, das weiß man von mir, ich bin nur ein Halbfan von Andreas Gursky. Ich bin da sehr skeptisch, teilweise gerade mit den neueren Werken. Aber es gibt ein Meisterwerk von Gursky, und das ist Paris Montparnasse. Das ist ein Riesenbild, über 5 Meter breit, wo man nur das riesen so Wohnhaus sieht, ein Haus, scheinbar 1 Kilometer lang. Und man sieht dann in den einzelnen Fenstern, wie man aus diesem Wohnblock Individualität reinbringt. Und das ist letztendlich eine Gesellschaftsstudie. Und das finde ich auch hier, und auch hier ist das ist Schiene aus deinem Blick. Nicht nur die Situation hier, sondern du setzt dich auseinander mit, wie die Chinesen denken, was auch für uns sehr surrealistisch ist. Das ist eine andere Welt. Ja, das sind Dinge, die sind mir jetzt gar nicht so bewusst. Also auch, selbst wenn ich das jetzt eben erzählt habe, dass das für mich in diesem Bild eine Rolle spielt, sind das Dinge, die eher dann unbewusst so passieren. Und was ich machen möchte, ist ein ausdrucksstarkes Bild. Und vielleicht sind das die Dinge, die ich dann so im Hinterkopf habe, die dann funktionieren in dem Moment, wo ich so auch so eine Wesenhaftigkeit von so einem Ort einfangen will. Mhm. Ich will noch, weil mir jetzt gerade einfällt, noch was zum magischen Realismus sagen. Ja, weil das ist ja auch ein Bild jetzt, was sehr, sehr stark in Richtung magischer Realismus geht, auch weil es so eine künstliche Wirklichkeit widerspiegelt, obwohl es ganz real ist. Albert Renger-Patsch hat ja mal gesagt, dass das Geheimnis einer guten Fotografie da für ihn darin beruht, in ihrem Realismus. Ja. Und das ist auch für mich eben wieder das, was den Kern der Fotografie wieder ausmacht. Also diese Nähe zur Realität, also dieser Realismus, der in jedem nicht manipulierten oder inszenierten Foto drinsteckt und sogar noch in den bearbeiteten Sachen. Ja. Mhm. Da ist trotzdem noch eine Nähe drin. Aber das, was eben an Nähe drin ist und an Nicht-Manipulation, das ist dann der Realismus, der dann schon im Niveau einfach einen Unterschied macht für mich. Ich glaube, das wirkt teilweise, fiel mir auch gerade ein, so teilweise surreal, weil wir, die meisten von uns, gehen durch die Welt und merken eigentlich gar nichts. Und wir brauchen dann die Fotografen, die uns aufmerksam machen, was es alles gibt. So nach dem Motto, dies alles gibt's also. Und was wir dann übersehen, weil das, wenn ich weiß, ich, auch für mich selbst, wenn ich hier gewesen wäre, ich wäre so fasziniert von diesem bunten Umtreiben, dass ich die Hochhäuser ignoriert hätte. So, ich hätte nicht die Beziehung, das ist da, wo dein Vater wieder reinkommt, das ist die Beziehung zwischen Hochhaus und was auch immer das da ist, so Karnevalsding. Ja, will ich lieber nicht verraten. Ne? Genau. Ja, Karneval ist nicht so nah dran. Genau. Aber die Architektur spielt doch eine große Rolle und auch, mindestens aus meiner Sicht, auch diese, wenn nicht, es ist vielleicht nicht Gesellschaftsstudie, aber so Menschenblick. Du hast eine Serie gemacht, erstmal, ich glaube 2009 in Frankfurt. Richtig, genau. Es war eine Siedlung, die Mai-Siedlung in Frankfurt, Bauhausverwandt, eine sehr berühmte Siedlung. Aber wie die Siedlungen so 20er, 30er Jahre waren, alles gleich. Und wie dann die Menschen das mit der Zeit übernommen haben und das personalisiert haben, individualisiert, was auch die Arbeit heißt auch so. Individualization, ja. Ja, Individualization, genau. Und dann bist du 2014 nochmal hingegangen und hast ähnliche Fotos gemacht und ausnahmsweise manipuliert oder freigesetzt. Ja, genau. Aber das ist eine Manipulation, das ist ein Eingreifen. Und da geht es teilweise um die Architektur, oder Architekturgeschichte und was die Menschen damit machen. Mhm. Das ist sicher eine ganz tolle Serie, weil gerade dadurch, dass das Drumherum weggemacht wurde, es wurde freigelegt, das ist da, wo man an Collage erst recht denkt, dass es wirkt noch surrealer, weil die Situationen sind sowieso, vielleicht nicht surreal, aber ein bisschen absurd. So, man wohnt in einer Bauhaussiedlung, was heutzutage wow ist. Ne? Die Leute wohnen wahrscheinlich schon länger da. Und so wie diese Siedlungen waren meistens für die Arbeiterklasse. Bauhaus war eigentlich für die Arbeiterklasse, nicht für uns. Ne? Dass Bauhaus teuer ist, ist eine neue Erfindung. Genau. Bauhaus war eigentlich für das Volk. Genau, International Style. Auch das, es ging um Utopien. Wenn man an Le Corbusier denkt, eine Architektur, die eigentlich unmenschlich war. Und der Mensch, so wie auch in anderen Bildern, wo die Natur zurückgreift,
und sagst so, hey, es gibt ein Eingreifen hier von Menschenhand, die Natur greift zurück. Hier greifen die Menschen zurück und sagen, nee, nee, nee. So, und das sind wirklich absurde Situationen. Das ist so ein Bauhaus-Fan, Architektur-Fan, tut das weh. Aber es sind geile Bilder. Also die Stadt Frankfurt hat dann nach dem Ersten Weltkrieg überlegt, wie kann sie Arbeitern in einer siedlungsähnlichen Umgebung eben Wohnraum verschaffen, und zwar eben keine Wohnungen, sondern eben kleine Häuser. Und man hat den Menschen damals auch sehr günstige Kredite angeboten, um diese Häuser dann bauen zu können oder zu erstehen. Und Ernst May war damals eben als Stadtplaner tätig in Frankfurt und hat mehrere große Siedlungen in Frankfurt dann geplant und bauen lassen. Und diese Siedlung in Praunheim, das ist ein Stadtteil von Frankfurt, die gehört eben dazu. Und als ich 2009, wie Gerard vorhin gesagt hat, zum ersten Mal dort war, habe ich die Hauseingänge, die verändert wurden, die individualisiert wurden, komplett mit Haus abgebildet zunächst. Genau. Das war Becher 2.0. Ja, das ist natürlich sehr dieses Sammeln Und dokumentarisch, so, ja, genau. Sehr frontal. Sehr, genau, ja. Ja. Genau. Ja, diese Frontalperspektive ist natürlich, seit es die Bechers gibt, führt man die immer wieder auf die Bechers zurück. Aber die gab es natürlich vorher auch schon. Ja. Auch bei Ringer Patsch zum Beispiel, den du genannt hast. Genau. Ja. Peter, was mich so fasziniert, ist ja, dass hier die Fokussierung auf den Teil, den Sie individualisieren können, dass der total gelingt. Ja. Und das natürlich genau die Visitenkarte ist, die jeder abgeben will, die du hier auf das Foto bringst. Ja, und man sieht eben gerade jetzt bei diesen vier Beispielen sehr deutlich, wie unterschiedlich die Nachbarn sich hier verstanden haben, sich miteinander auseinandergesetzt haben darüber, was man da jetzt für eine Einheit schafft oder auch nicht. Oder nicht. Ja. Und ich fand die Ergebnisse doch sehr verblüffend, als ich da vorgestanden habe, weil diese Arbeiten jetzt aus dieser neuen Serie habe ich gemacht in Straßen, die ich damals nicht begangen bin. Und das war für mich sehr verblüffend, dass mir das damals durch die Lappen gegangen ist sozusagen. Und ich bin dann in diesen Straßen gelandet und stand vor diesen Eingängen und habe die plötzlich so freigestellt vor meinen Augen gesehen. Also so wie Sie die jetzt sehen auf den Bildern, so habe ich die plötzlich vor mir gesehen, habe gesehen, dass das Skulpturen sind. Ja, also verrückte Skulpturen, die von einem Künstler stammen könnten, auch mit einer Hässlichkeit, die schön ist. Die da schön ist und die auch sehr in Mode geraten ist, gerade bei uns in Deutschland. Ja. Aber sie ist eben auch manchmal eher schön. Ja. Eben. Und dieser Mix aus Harmonie und Kontrast und Kampf und vielleicht auch Feindschaft zwischen den Bewohnern, ist natürlich auch etwas, was jetzt neben der für mich ikonenhaften Bilddarstellung hier auch eine Stärke hat. Ja, ich denke, das ist auch das, was dich gleich beim ersten Mal, als wir uns hier getroffen haben, angesprochen hat. Ja, ja. Ich finde es so, es gibt auch verschiedene Werke hier, weil wir können auch ein bisschen über auch Natur reden, Reflexionen zum Beispiel, so Spiegelungen. Gibt es immer wieder in deinem Oeuvre. Und das ist interessant. Es gibt manchmal, also erstens, er fotografiert in das Wasser hinein, ja, sodass man das, was gespiegelt wird im Wasser, das sieht man. Und das ist dann sehr malerisch, man denkt ein bisschen an Impressionismus. Da gibt es auch manchmal eine Manipulation. Und zwar manchmal sind die einfach auf den Kopf gedreht. Und das ist so ein bisschen alles ein Wunderland. Plötzlich sieht man die Welt mit ganz anderen Augen. Diesen ganz kleinen Griff, so wie hier dieses Freistellen, ganz einfacher Griff. Das ist eine Manipulation in dem Sinne. Oder ein Bild auf den Kopf stellen und plötzlich, oh mein Gott. Aber das ist zum Beispiel, als ich dieses Bild gesehen hatte, ich habe es sofort begriffen, dass es eine Spiegelung ist. Aber etwas hat mich gestört. Und ich habe so, was ist es denn? Was ist es denn? Und das ist eine von den Fällen, wo es auf dem Kopf ist, oder? Ja. Weil man denkt so, wie hat man das fotografiert, dass es so aussieht, dass diese Spiegelungen, diesen Rillen im Wasser, das ist klar, aber... Es ist aber auch nicht immer so, dass ich die Sachen auf den Kopf stelle, also diese Wasserspiegelung. Genau. Manchmal fotografiere ich die auch so. Eben. Das heißt, man kann jetzt auch bei dem Bild nicht sicher sein, ob ich es nachträglich auf den Kopf gestellt habe oder ob ich es schon so fotografiert habe. Ach so, auf den Kopf fotografiert? Ja, ja. Ach so. Ach so. Ja. Ich nehm Stühle oder Bänke, die ich in der Nähe finde, und stelle die dort auf, wo ich das Bild machen will, und dann lege ich mich da drauf und schaue mir das andersrum an. Der Basel ist der Fotograf.
Du bist nicht die Erste, die das sagt. Aber wobei, hier geht es um gute Malerei. Da würde ich eher sagen, ups, so, ich schmunzle gerne. Es geht eher um Richter, würde ich sagen. Ist eher ein Richtermoment, denn Richter macht es sehr häufig im Atelier, um zu gucken, ob eine Komposition stimmt, gerade bei einer Abstrakten. Nimmt einen Spiegel und schaut es in den Spiegel an. Und wenn es immer noch funktioniert, dann ist das ein gutes Bild. Habe ich auch mal irgendwo gelesen. Und das ist auch so dieses auf den Kopf stellen, so, wow, das hat was. Und das haben auch verschiedene andere Künstler gemacht, gerade in diesem Bereich so abstrakte Fotografie. Man nimmt irgendeine Fassade und dreht es dann und plötzlich ist ja, Anziehungskraft aus der Kraft gesetzt und es sieht anders aus. Aber hier, ich finde gerade, es gibt so ein paar auf dieser Art, wo man denkt, das ist Malerei pur. Und dass man das ohne Photoshop schafft und ohne eigentlich ganz starke Malerei zu denken. Also, du hast Malerei im Hinterkopf. Ja, also ich bin sicher sehr geprägt von vielen Museumsbesuchen mit meinen Eltern als Kind, ja, die uns, ob wir wollten oder nicht, immer durch die Museen geschleift haben. Ich habe sie dafür gehasst, muss ich sagen. Aber heute tue ich das natürlich nicht mehr, weil ich mich heute noch erinnere, dass ich als Vier- oder Fünfjähriger in Florenz in den Uffizien war und ich sehe die Veduten von Canaletto, die sehe ich heute noch vor mir. Und es kann auch durchaus sein, dass diese fotorealistische Malerei, könnte man sie nennen, dass die mich schon dazu gebracht hat, mich mit Bildern einfach zu beschäftigen. Dass diese Bilder sich bei mir so stark eingeprägt haben, dass der Wunsch, selbst auch Bilder zu finden und Bilder zu produzieren, dass der bei mir dadurch irgendwie eingepflanzt wurde ins Hirn. Ja, aber so genau kann ich das nicht sagen. Hast du auch die Geschichte der Fotografie mitbekommen, so studiert? Studiert habe ich das nicht, aber ich habe das privat natürlich irgendwann sehr intensiv sogar studiert, weil mir schon klar war, dass man sich nicht in der Kunst bewegen kann und produktiv sein kann als Künstler, ohne zu wissen, was vor einem andere, zumindest die berühmtesten oder bekanntesten Künstler halt eben gemacht haben. Mhm. Ich möchte ja auch nichts wiederholen. Ich möchte auch nicht der Baselitz der Fotografie sein. Und ich denke, dass die Gefahr besteht auch nicht, wenn man sich hier im Raum umguckt. Ja, aber das ist mir schon wichtig. Deswegen sehe ich mir auch sehr viel an. Nicht nur das, was gemacht wurde, habe ich mir angesehen, sondern ich sehe mir auch sehr viel an von dem, was pausenlos gemacht wird. Das ist zwar oft auch anstrengend und irgendwie muss ich darauf aufpassen, dass ich das nicht zu viel tue, weil man muss sich schon auf seine Arbeit konzentrieren, wissen, was man tut. Ja, aber es ist trotzdem wichtig, ich möchte nichts wiederholen, was andere schon vorweggenommen haben. Aber ich finde, du hast in gewisser Weise was Tolles wiederholt, denn meine Frage war gezielt in dem Sinne, es gab, die Fotografie wurde ich weiß nicht mehr genau, um 1830 erfunden, übrigens dann von der französischen Regierung der Menschheit geschenkt. Es gab von Anfang an so kein Besitztum auf diese Idee, so kein Patent. Es war ganz klar, so, das war die Idee von der französischen Regierung damals, wir verschenken das der Menschheit. Aber es gab dann ein paar Jahre später schon, kamen die Impressionisten, die in der Tat sehr beeinflusst wurden von dieser neuen Erfindung der Fotografie. Weil es ging um Sichtweisen, wie das Auge funktioniert. Und weil zuerst, als die Fotografie kam, wurde die Malerei in Frage gestellt. Und es gab eine Krise innerhalb der Malerei. Und als die Impressionisten kamen, gab es eine Krise innerhalb der Fotografie. Denn scheiße, die Maler können es doch. Die können doch das machen, was Fotografie schafft. Weil das wird in Frage gestellt. Und dann gab es eine neue Bewegung innerhalb der Fotografie. Und zwar die Piktorialisten, die versucht hatten, Fotos zu machen, die wie Bilder, die wie Gemälde aussehen. Und das entstand letztendlich aus einer Krise. Und ein bisschen Marktforschung sogar, so was wollen die Menschen haben und wie können wir das neue, inzwischen alte Medium dann beleben. Und ich frage mich so, bei solchen Arbeiten, wo es dann, es ist anders, aber es ist, ja, man sieht schon die Verbindungen, wenn man beim dritten Blick guckt. Entstand das aus einer Krise oder so was mache ich als Nächstes? Ja, also ich muss gestehen, dass ich bei diesen Arbeiten sehr lange gezögert habe, die zu veröffentlichen. Aha. Weil ich wusste, dass das jetzt vom Ergebnis her nah am Impressionismus ist. Das war mir immer klar. Und ich wollte natürlich nicht als der Fotograf gelten, der impressionistische Fotos macht. Also das hat ja auch keinen Sinn. Gibt Schlimmeres. Für mich keinen Sinn. Also ich hätte auch keine Lust, Fotos zu machen, die wie abstrakter Expressionismus aussehen, was sehr einfach möglich ist, wenn man es mal versucht als Fotograf. Das ist
Es ist, ja, aber das macht für mich keinen Sinn, weil der abstrakte Expressionismus gehört in eine bestimmte Zeit und war eine Antwort einfach auf Dinge, die vorher passiert sind, genauso wie der Impressionismus eben eine Antwort war und für die neue Sachlichkeit eine Antwort war, eben auf den abstrakten Expressionismus wieder. Das heißt, das, was man heute tut, muss auch irgendwie in die Zeit passen, zumindest in die Zeit passen, wenn nicht besser noch ihrer Zeit einen Schritt voraus sein. Und wer Arthur Danto gelesen hat in seinem wunderbaren Buch Die Verklärung des Gewöhnlichen, hat er viele Beispiele aufgezeigt von Kunstwerken und Nicht-Kunstwerken, die also identisch aussehen oder identisch auszusehen scheinen, aber eben auf ganz unterschiedlichem Weg entstanden sind und dass der Weg allein entscheidet, ob eine Sache überhaupt ein Kunstwerk ist oder nicht. Das heißt, selbst wenn Sie jetzt eine Arbeit vor sich sehen, die aussieht wie Impressionismus, dann muss das noch lange keine Wiederholung des Impressionismus sein. Genau, es gibt Parallelen, es gibt auch, auch gedankliche Parallelen, konzeptuelle Parallelen zwischen Impressionismus und dem, was du machst, aber in der Tat, die Intention ist anders, die Zeit ist anders. Und ich glaube, bei dir, was, und das sieht man auch bei anderen Naturbildern, es ist nicht nur deine Sichtweise, sondern dein Ausschnitt. Das hat man hier auch gesehen, so, was du tatsächlich siehst, so in deinem inneren Auge. Ich finde, bei diesem Bild, als ich das zum ersten Mal gesehen hatte, ich habe das zuerst im Kleinen gesehen, im Computer, wenn man es live sieht, ich dachte sofort an, ich bin vielleicht zu luxusorientiert, aber das ist einfach ein Fell. Was sehr teures, ne? Ich dachte an Russland und so, irgendwie so. Ne, so das hat was Animalisches sogar, aber das ist nicht nur Fell, sondern das ist, weiß nicht, so zwei haarige Tiere im Kampf. Ne? Und das ist nur Wasser. Katzen im Mixer, hat man gemacht. Genau. Eben. Ja, worum es mir da geht, und ich finde es schön, dass wir darauf noch kommen, das ist wieder eine andere Ebene von Wirklichkeiten, mit der ich mich da beschäftige, nämlich die Wirklichkeiten von Materie. Also dass Wasser aussehen kann wie Fell oder auch oder Schnee wie Sand Schnee oder Haut. Wie Sand oder Haut oder, oder auch Eis wie Fleisch. Ja, also wenn man sich einen abgesprochenen Gletscher von der Seite anschaut, ich hab so ein Bild gemacht, leider hängt es nicht hier in der Ausstellung, aber wenn man sich den von der Seite anschaut, die Strukturen, die Sie da sehen in dem Eis von dem Gletscher, die sehen aus wie Fleisch. Wenn man da nur die Strukturen sieht, würde man das im ersten Moment für Fleisch halten, weil man normalerweise einen Gletscher ja so nicht zu sehen bekommt. Also ich denke, wie gesagt, es ist dein konzentrierten Blick. Weil hier, wenn zum Beispiel, wenn man hier am Rande, das ist ein Bach, ne, oder so, ja. Wenn man so Pflanzen sehen würde, einen Baum, dann wäre es dann... Ja, ich will es schon abstrahieren. Eben, ich will es nicht klar machen, genau, was es ist. Dass man davor steht und rätselt. Und das ist schön, weil dann man beschäftigt sich dann mit dem Bild. Mhm. Das ist eigentlich sehr clever. So, es gibt verschiedene Künstler, Gott sei Dank, die clever sind. Also, wie kriege ich das hin, dass die Menschen sich mit meinen Bildern beschäftigen? Und dass sie nicht nur schön sind, sondern dass sie davor stehen und fragen sich so, was ist es, wie hast du es geschafft? Und nicht im Sinne von, wie hat es technisch geschafft, sondern wie hast du es geschafft? Was hat er gesehen? Und das finde ich faszinierend, so, wenn ich deine Bilder anschaue, ich denke mir so, boah, ich würde so gern so sehen wie du. Weil du, und das auch im Sinne von magischer Realismus, du siehst die Magie im Alltag. Auch wenn es darum geht, der Raum ist für diesen Zweck zu klein, aber hinter dieser Wand ist ein kleiner Raum mit den Monolithen. Und das sind riesige Steine im Wald. Von den Bildern allein weiß man, diese Steine gehören nicht dahin. Aber wie du präsentiert hast, wie du fotografiert hast, das ist umso erstaunlicher, dass diese Steine da sind. Und da fragt man, meine erste Frage war, jetzt kenne ich ihn ein bisschen, wie groß sind die tatsächlich? Sind sie winzig klein oder sind die wirklich groß? Mhm. Das sind in der Tat große Steine, die dann irgendwie dahin durch Marsmänner transportiert wurden. Völlig deplatziert scheinen in dieser Umgebung und es eigentlich auch sind, weil sie halt von Gletschern in der Endmoräne dann eben liegen blieben und da über hunderte von Kilometern transportiert worden sind. Also die Situation, die man da vorfindet, dass diese riesigen Steine sich jetzt da in so eher, ich sag mal, normalen Wäldern befinden, die ist unwirklich und
da passieren jetzt auch wieder mehrere Ebenen von Wirklichkeit, die da für mich eine Rolle spielen in diesen Räumen. Das eine ist eben diese unwirkliche Situation, dieser Steine, die sich in der Umgebung befinden, wo sie nicht hingehören. Dann aber auch, dass in den Bildern die Wesenhaftigkeit des Steins diskutiert wird. Also dadurch, dass die Situation unwirklich ist, dass sie deplatziert scheinen, überlegt man sich, was ist denn überhaupt so ein großer Stein? Wo kommt der her? Also man fängt an, diese Fragen zu stellen, wenn man sich wirklich beschäftigt. Ja? Genau. Und das finde ich halt, macht so ein Bild dann auch spannend. Also dass man nicht einfach drauf schaut und denkt, ich habe jetzt gleich alles gesehen. Ja? Und das ist auch da bei mir, diese Serie ist auch, glaube ich, die neueste Serie in der Ausstellung. Ne? Genau. Das ist 2015, die Bilder sind gemacht worden. Die habe ich im letzten Herbst gemacht. Ja. Und das ist da, wo du letztendlich so kommst zum Stuhl im Raum. Weil es letztendlich, es geht darum, die Beziehung zwischen diesem Stein und dem Wald, und zwischen dem Wald und dem Stein und was haben die miteinander zu tun. Zwei Sachen, die nicht unbedingt zusammengehören, aber sie gehören jetzt zusammen und du hast es gesehen. Denn andere Leute gehen und sagen, oh, guck mal, das ist ein Stein. Toll. Ja, es ist vielleicht auch bezeichnend für die Art und Weise, wie ich arbeite, wie das überhaupt zustande gekommen ist, diese Serie. Ich bin gerade dabei, das wird einige Jahre dauern, eine paneuropäische Architekturserie zu machen, die sich mit Dorfansichten beschäftigt. Und ich bin da jetzt, habe halt die erste größere Reise gemacht, jetzt um die gesamte Ostsee drumherum und habe dort eben viele Architekturaufnahmen gemacht und bin dann aber eben durch Norwegen, Schweden und Finnland gefahren. Und wer das mal gemacht hat, weiß, dass dort sehr viel Wald ist. Und man fährt stundenlang auf sehr geraden Straßen, erstaunlich geraden Straßen, wie man sie hier nicht finden würde, fährt man also durch diese Wälder. Und ja, so nach einer Weile wurde es mir dann langweilig. Also ich habe einfach schon Lust, was zu erleben. Und man sieht da nichts außer Wald links und rechts die ganze Zeit. Und dann irgendwann habe ich einen Rappel gekriegt und dann habe ich mir gedacht, so jetzt fahre ich einfach mal in so einen Wald rein. Ich will jetzt mal wissen, was da los ist. Und ich bin dann einfach mit meinem Auto, natürlich wahrscheinlich illegalerweise, ich weiß es nicht, einfach irgendwie den nächsten Feldweg links reingefahren. Und habe mich aber total treiben lassen dann. Also, und da habe ich gute Erfahrungen gemacht. Also so eine Art von Leichtigkeit zu finden, mich fallen zu lassen und mich dann an Orte irgendwie ziehen zu lassen. Ja, also manchmal denke ich, es ist kein Zufall, dass ich dann plötzlich an so einem Ort lande, wo dann auch was passiert, was für mich interessant ist. Also ich fahre da in diesen Wald rein und fahre da halt so 3-4 Kilometer in diesen Wald, auf diesem Feldweg und dann sehe ich halt so einen einzelliegenden Stein da in diesem Wald, einen riesigen Stein. Also Sie werden es sehen, wenn Sie sich die Aufnahmen anschauen, dass das eindrucksvoll ist. Es ist auf den Bildern noch eindrucksvoller als in Realität, finde ich, weil die Fotografie mehr Interpretationsspielraum lässt als die Wirklichkeit. Das finde ich überhaupt generell. Das ist auch das, was mich an der Fotografie so fasziniert. Ja, und die Fotografie braucht auch den Fotografen, denn die Fotografie schafft das in der Tat nicht alleine. Es geht um deinen Blick und ich glaube, das Besondere an deiner Fotografie bist du, denn es geht um deinen Blick auf diese Welt, die Verbindungen zu sehen, zu erkennen überhaupt und uns dann dadurch das zu bereichern, in dem Sinne, dass wir werden sensibilisiert für solche Situationen. Ich weiß so, ich habe mich dann in letzter Zeit so sehr mit dich und deiner Blickweise dann beschäftigt, als ich hier heute Abend reinkam, so 6:45 ungefähr, ich sah die Stühle und sagte, ach, das ist eine Komposition. Und plötzlich sieht man dann im Alltag dann die Kunst des Alltags. Ja. Es geht einfach um eine erhöhte Sensibilisierung, eine erhöhte Wahrnehmung. Diese erhöhte Wahrnehmung, manche brauchen Drogen dafür, wir brauchen nur die Kunst. Viel schöner, viel schonender. Und dafür danke ich, dass, weil wir kennen uns nicht so lange, aber du hast meinen Blick verändert. Und das ist, wenn die Kunst das schafft, dann, ich meine, was will man mehr? Hm? Danke. Punkt. Ich danke dir. Vielen Dank.